In diesem Video geht es um die sogenannte Balmer-Serie bzw. die Rydberg-Formel. Was ist das eigentlich? Wenn man Wasserstoff anregt, bekommt man im sichtbaren Bereich folgende Wellenlängen bzw. Spektrallinien zu sehen. Und wenn man die sich genauer anguckt, stellt man unter anderem fest, dass die Abstände von rechts nach links kleiner werden. Da könnte ein Zusammenhang bestehen. Naja, diesen Zusammenhang hat dieser Herr hier gefunden, und zwar Johann Jakob Balmer, war unter anderem Mathematiklehrer an der Unteren Töchterschule in Basel und hat 1885 tatsächlich eine Formel gefunden, die diese Abstände beschreibt. Und dieser Herr hier, Johannes Robert Rydberg, hat sozusagen diese Formel verallgemeinert, weil man hat später festgestellt, es gibt nicht nur im sichtbaren Bereich diese Spektrallinien oder Wellenlängen, die das Wasserstoffatom aussendet, sondern auch im infraroten oder beziehungsweise im ultravioletten Bereich, was man halt nicht direkt sehen kann. Und das Besondere ist, diese Linien entstehen dann, wenn ein Elektron von einer Schale auf eine andere, sozusagen von einer höheren auf eine niedrigere Schale fällt und ist damit sozusagen Möglichkeit, direkt den Aufbau von Atomen zu beobachten. Experimentieren wir etwas. Das ist mein Versuchsaufbau von oben sozusagen. Ich habe einen Maßstab, davor steckt eine Spektrallampe und das Ganze beobachte ich durch ein Gitter. So, dann kann ich mit dem Tangens entsprechend den Winkel ausrechnen, unter dem ich da etwas beobachte, und mit Hilfe der Formel für das Gitter kann ich dann die Wellenlänge bestimmen. Und das ist der Sinn und Zweck der ganzen Übung. Und jetzt würde ich sagen, machen wir das Experiment. Die Kamera ist so aufgebaut, dass sie im Prinzip, was hier das Auge ist, ist die Kamera, die guckt dann einmal ohne das Gitter und dann mit dem Gitter auf den Maßstab. Schauen wir uns nun das Ganze nochmal als Foto an, damit man das in Ruhe ablesen kann. Es sind drei Linien, schön zu erkennen. Und Gitter hatte 1200 Striche pro Millimeter. Hier habe ich es noch hingeschrieben. Das rote Kästchen erhält zur Erinnerung nochmal die Formel zwischen meinem Messwert und dem Abstand und dem Winkel, entsprechend nach dem Winkel umgestellt, weil den will ich ja ausrechnen. Und in dem blauen Kästchen ist meine Formel für das Gitter, entsprechend nach Lambda umgestellt, weil ich möchte ja die Wellenlänge ausrechnen. So, jetzt brauche ich nur noch eine schöne Tabelle, wo wir das Ganze eintragen. Und zwar in der ersten Spalte den Messwert, in der zweiten Spalte mithilfe der roten Formel die Winkel, in der dritten Spalte mithilfe der blauen Formel die Wellenlängen. Und ganz in der letzten Spalte, also ganz rechts, da sind die Literaturwerte. Und wenn man guckt, war das ja gar nicht, gut, rot ist ein bisschen daneben, aber die anderen sind gar nicht so schlecht. Was bedeutet das nun? Dazu gucken wir uns das Spektrum nochmal genauer an. Die Linien sind hier der Einfachheit halber mal durchnummeriert und die Wellenlängen nochmal dran geschrieben. Die Spektrallinien, die sind eigentlich so berühmt, dass die eigene Namen haben. Und zwar sind die nicht 1, 2, 3, 4, sondern entsprechend H-Alpha, H-Beta, H-Gamma und H-Delta. Das heißt, die entsprechenden Nummern sind mit diesen Buchstaben gekennzeichnet. Und Balmer hat herausgefunden, dass, wenn man die ins Verhältnis setzt, diese Verhältnisse mit ganzen Zahlen beschrieben werden könnten.
Und wenn man das entsprechend umbaut, so ist H-Alpha praktisch 9 Fünftel mal eine Konstante, 16 Zwölftel mal eine Konstante ist H-Beta und so weiter und so fort. Und das Ganze kann man verallgemeinern. Und zwar ist A dann 364, Batsch Nanometer und Lambda kann man dann mit dieser hier stehenden Formel ausrechnen. Und das heißt, es gibt einen Zusammenhang. Diese Spektrallinien lassen praktisch einen Blick ins Atom zu. Und zwar, wenn man sich die Formel hier nochmal hinschreibt. Und hier sieht man, das sind im Prinzip die Schalen. Da ist die links M ist die entsprechende Schale. 1 ist die erste Schale, 2 die zweite und so weiter und so fort. Und immer wenn Elektronen von der höheren auf die zweite Schale fallen, dann senden sie entsprechend Strahlung aus, die man mit Hilfe der Balmer-Formel entsprechend berechnen kann. Und das Besondere ist halt eben, dass diese Wellenlänge, die man da berechnet, die kann man entsprechend mit E gleich H mal F entsprechend umrechnen in Energie. Und das entspricht den Energielücken. Das heißt, man kann im Prinzip oder diese Wellenlängen entsprechend direkt den Energielücken zwischen der x-ten Schale und der zweiten Schale, wenn ein Elektron praktisch von der höheren auf die zweite Schale entsprechend fällt. So, und Rydberg hat 1890 das Ganze nochmal verallgemeinert. Das heißt, das funktioniert dann nicht nur mit der zweiten, sondern auch mit Sprüngen, die auf die erste oder auf die dritte oder auf die vierte oder auf die fünfte Schale stattfinden. Und die nächsten Serien, die hat man dann tatsächlich entdeckt. Lyman-Serie ist halt im ultravioletten Bereich. Die Paschen-Serie ist im infraroten Bereich. Das heißt nicht direkt sichtbar, aber sie sind da und werden durch die Rydberg-Formel entsprechend beschrieben. Und sofern ist das eigentlich eine sehr schöne Sache, mal ja auf sehr einfache Art und Weise eigentlich mal ins Atom zu gucken und da entsprechend diese Energieniveaus, die sieht man praktisch direkt. Und das finde ich, ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte.